XRow. Hartes Ruderrennen, harte Laufstrecke. Es wird einfach total sein. We're expecting a lot of pain, but no pain, no gain. Männer, wir sind hier wieder gekommen, zieht uns zur Verteidigung. Wir geben Gas, alle gemeinsam. Gas! Ruder! Das bleibt auch Vertrauen braucht unseren Stürmer, was sich dann schlussendlich bezahlt hat. Je länger es gegangen ist, Richtung Immersee, sind wir diesen Booten vorgefahren. Ein bisschen verloren auf der Laufstrecke. Ich denke, ich wusste haben, was auf uns zukommt. Und es war extrem hart, dass wir das Boot zu tragen. Also das sind, also ich glaube, so hätten wir es nicht ganz erwartet. Die Steuerfrau muss die Mannschaft motivieren, sie muss sie durch die Strecke führen, ihnen sagen, ja, ihr müsst jetzt mehr da, ihr seid an den Gegnern dran. Scheiße, anstrengend. Wir müssen mal einen Lauf reinholen. Anstrengend, jetzt geht's mal los hier! Es ist ziemlich hart und wir haben die Engländer hinter uns. Also es wird noch mal hart. Das ist auch sehr hart. Aber jetzt bin ich glaube gerade oben. Ich gehe zum Laden. Ich habe 1,5 Kilometer Ruder. Jetzt sind wir gut. Mal gucken, was jetzt im Endspurt noch rauszuholen ist. Zusammengerafft, sind zusammengekommen, eine Einheit und ja, ein schöner Sieg. Jungs, willkommen im Ziel! Bravo, let's go! Mein erstes Ruderstück ein bisschen viel verloren und dann die erste Laufstrecke war richtig stark, da war richtig gut und dann beim Rudern zweite Strecke zu viel verloren und dann nur vorbei. Mega anstrengend. Das Rudern war relativ entspannt noch gegen das Laufen. Und beim Laufen mit dem Boot auf den Schultern, da ging gar nichts mehr bei uns. Also es war ziemlich heftig und ich bin froh, dass ich ins Ziel gekommen bin mit meiner Mannschaft. It's probably the hardest race I've ever done in my life. I mean, training for the Olympics was nothing compared to this. My ribs have completely gone. Shoulders, you know, from carrying the boat. The most horrific thing I've ever done.